Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist jetzt soweit, wir kassieren nun die Rechnung für die Sanktionspolitik Europas gegenüber Russland. Jetzt passiert etwas, was viele sich niemals gedacht hätten, dass tatsächlich passieren wird und wo viele auch davon ausgegangen sind, sollte dies passieren, dann wird das massive Auswirkungen auf Europa haben. Und diese Sanktionspolitik war nicht nur ein politischer Wahnsinn, sondern auch ein Spiel, ein Pokerspiel. Man hat haushoch gepokert mit unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstand, mit dem Frieden in Europa und mit all dem, was die Generationen vor uns aufgebaut haben. Und trotzdem lässt man natürlich von dieser Sanktionspolitik unter gar keinen Umständen los, denn unsere Politik ist ja dafür bekannt, immer stur durch die Wand zu rennen und niemals einzusehen, dass man einen Fehler begangen hat, koste es, was es wolle. Und nun wird abkassiert. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, Nord Stream 1 wurde erneut gewartet. Zumindest ist das die offizielle Narrative Russlands. Auch wenn der Westen sagt, es gäbe keinen Grund, aufgrund dieser Wartung, die gesamte Gaslieferung nach Europa einzustellen, hat das Russland jedoch trotzdem getan. Und trotzdem hätte diese Wartung am Wochenende fertiggestellt werden sollen. Und das ist nicht passiert. Nord Stream 1, dort fließt weiterhin kein Gas durch die Pipeline. Und das wird nun auch offiziell von Russland bestätigt. Und nun gibt es ein neues Statement von Putin. Und zwar, ihr könnt es hier schon alle lesen, es wird kein Gas mehr geliefert, bis die Sanktionen aufgehoben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Super-GAU. Und das ist auch zum allerersten Mal die deutlichste Forderung Russlands an Europa, die Sanktionen zurückzunehmen. Ansonsten gibt es keine weiteren Gaslieferungen mehr. Und den meisten Menschen ist mittlerweile klar, was das bedeutet, weil die Alternativen hier gerade in Mitteleuropa sind kurzfristig sowieso überhaupt nicht vorhanden. Und mittel- und langfristig ist das alles sehr fragwürdig. Gerade zum Beispiel in Deutschland die Diskussion um Atomkraft. Man geht dort wieder zurück zu Kohlekraft, allerdings fehlt auch die Kohle und die Infrastruktur für all das. Und auch Gas- und Öllieferungen aus anderen Ländern, da gibt es immer wieder Probleme und auch dort ist die Frage nach der Infrastruktur weiterhin ungeklärt. Und das bedeutet, dieser Winter wird nun nachweislich ein äußerst ungemütlicher. Und ich kann auch nur noch sagen, da helfen auch sämtliche Hilfspakete gar nichts mehr. Wenn diese Politik Russlands so weitergeführt wird und wir keine weiteren Gaslieferungen nach Europa bekommen, über Nord Stream 1, es fließt über Russland noch über kleinere Pipelines und andere Wege, zum Beispiel auch über die Ukraine, ein bisschen Gas nach Europa, dann wird das verheerende Auswirkungen haben für uns hier. Und ich spreche hier nicht nur von Heizkosten, Energiekosten der einfachen Bürger, sondern es geht im Endeffekt dann auch um die Industrie, es geht um Arbeitsplätze, es geht um die gesamte Infrastruktur in Mitteleuropa, es geht um unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Dasein. Und ich glaube, ein paar Menschen ist das noch nicht klar. Ja, unseren Politikern ist das glasklar, das ist absolut so, aber man weicht natürlich trotzdem nicht ab. Und es gibt nur noch eine einzige Sache, die jetzt zu tun wäre. Alle Sanktionen zurückzunehmen. Und dann kann sich die gesamte Europäische Union, alle Staatschefs in einen Zug setzen, ja, schön klimafreundlich, fahren zum Kreml und sagen, lieber Herr Wladimir, bitte gib uns doch wieder weiter Energie und Rohstoffe. Wir haben uns da verschätzt. Das wäre das Einzige, was jetzt noch zu tun übrig bleibt. Und da geht es nicht nur um irgendeine Diskussion, dass man Sanktionen aufgrund eines Krieges ausspricht, sondern es geht jetzt um das reine Überleben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geht um das reine Überleben. Und es hat mittlerweile auch die Mehrheit der Bevölkerung schon verstanden. Und obwohl wir uns hier bei der Heute-Zeitung befinden, die ja nachweislich immer sehr positiv über den aktuell vorherrschenden politischen Kurs berichtet, sagen hier über 58% auf die Frage, wie es denn mit den Sanktionen aussieht, nein, ich fordere ein sofortiges Aus der Sanktionen. 30% haben es laut dieser Umfrage übrigens immer noch nicht verstanden, aber es geht jetzt um das reine und das nackte Überleben. Und es ist übrigens völlig irrelevant, ob Russland hier die Wahrheit sagt oder nicht, wenn es um Wartungen und Gasturbinen geht und so weiter, glaube ich sofort, dass das nicht stimmt, weil beide Seiten bedienen sich Propaganda, das muss man ganz klar sagen. Es ist aber für unsere aktuelle Situation hier völlig irrelevant, weil solange Russland uns hier im Schwitzkasten hat, können sie machen, was sie wollen und wir müssen zittern. Und daher muss sich die Politik dringendstens fügen. Es ist höchste Zeit, diesen Kurs zu beenden.
und einen neuen einzuschlagen. Und der bedeutet Frieden mit Verhandlungen und aufhören mit dieser Sanktionspolitik, weil ansonsten sieht es bald sehr dunkel aus für Europa. Wortwörtlich. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Schreibt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare. Denkt ihr, dass diese Art der Politik noch weitergeführt wird? Denkt ihr, dass Nord Stream 1 weiterhin geschlossen bleiben wird? Vielleicht sogar über den gesamten Winter. Wer weiß das schon so genau? Bitte schreibt mir dazu eure Einschätzung sehr gerne in die Kommentare. Abonniert mich noch hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.